Liebe Freundinnen und Freunde, nur ein Theaterspiel, ein Versuch, die Situation nach einem Störfall näher ins Bewusstsein zu rücken. Ich habe mir die Pläne für den atomaren Katastrophenfall vor ein paar Wochen im Landratsamt bis ins Detail zeigen lassen. Sie sind wirklich bestens ausgearbeitet und in dicken Ordnern Blatt für Blatt aufgeschrieben. Aber meine Zweifel an der Realitätstauglichkeit dieser Pläne wird wohl kaum jemand ohne schlechtes Gewissen aus dem Weg räumen können. Wir wissen doch, wie selbst bei kleineren Zwischenfällen die Informationen erst zögerlich rausgegeben werden. Was passiert denn wirklich in einer solchen Situation? Wie lange wird es dauern, bis E.ON es zugibt, die Situation nicht mehr in den Griff zu bekommen? Wie lange wird es dauern, bis der Krisenstab zusammengetreten ist? Wie lange wird es dauern, bis der Großalarm freigegeben wird, bis THW, Feuerwehr und Polizei zum Einsatz kommen? Möglicherweise ist die Situation am KKI dann vielleicht schon aus den Rudern geraten. Was ist, wenn auch das Netz zusammenbricht und der Strom ausfällt, Menschen in Zügen stecken bleiben, Handys keinen Empfang mehr haben, Radios ausfallen? Was ist mit den Kindern im Kindergarten, im Nachbarort oder in der Schule in Landshut? Was ist mit dem Partner, den Großeltern? Telefonieren geht nicht. Wer ist dann bereit, sich um die Angehörigen zu kümmern, außer wir selber? Können noch alle gerettet werden, wenn die Ausfallstraßen verstopft sind und Unfälle passieren in der Hektik? Und alles, was wir in diesem Augenblick zurücklassen, werden wir höchstwahrscheinlich nie wieder sehen. Das Haus mit allem, was drinsteckt, sowie den Garten und die Tiere. Und niemand auf dieser Welt und schon gar nicht E.ON wird für einen derartigen Schaden aufkommen. Es gibt keine Versicherung auf dieser Welt, die bereit ist, ein Atomkraftwerk gegen einen GAU zu versichern. Es ist bekannt, dass der Schaden eines GAUs bis zu oder sogar über 6 Billionen Euro betragen könnte. Dagegen stellen die 4 AKW-Betreiber nur 2,25 Milliarden Euro zur gegenseitigen Absicherung zur Verfügung. Das ist absolut grotesk. Im Zuge des Stresstests hat die EU-Kommission bei den europäischen Atomkraftwerken schwere Mängel festgestellt. Nach Tschernobyl 1986 hatten die EU-Staaten dringende Sicherheitsmaßnahmen vereinbart, die selbst Jahrzehnte später noch immer nicht umgesetzt waren. So seien bei den deutschen AKWs installierte Erdbebenwarnsysteme unzureichend. Die KKIs liegen in Regionen, in denen Erdbeben nicht ausgeschlossen werden können. Darüber hinaus seien die vorgeschriebenen Leitlinien bei schweren Unfällen nicht voll umgesetzt. Wegen der unzureichenden Sicherheitsausstattung müssten die Betreiber Nachrüstungskosten zwischen 10 und 25 Milliarden Euro rechnen. Glauben Sie, dass die das jemals investieren? Dabei trifft das doch jedoch nur einen geringen Teil einer umfassenden und glaubwürdigen Untersuchung. Denn die viel größere Gefahr droht durch Flugzeugabsturz und Terrorismus. Dies wurde wohlweislich gar nicht erst in die Untersuchung mit einbezogen. Die Ergebnisse hätten vielleicht unweigerlich zur Stilllegung der AKWs führen müssen. Erst vorletzte Woche haben Greenpeace-Aktivisten gleich zweifach bewiesen, dass es kein Problem ist, unbemerkt in ein AKW einzudringen. In unserem Abklingbecken in Isar 1 lagern seit 2012 über 1700 hochradioaktive Brennelemente. Und dieses Abklingbecken liegt außerhalb des Sicherheitsbehälters, relativ ungeschützt im oberen Bereich des Gebäudes. Die Mauer ist stellenweise keine 40 cm dick. Was passieren würde, wenn zum Beispiel ein Flugzeug die Mauer durchbricht und das Becken zerstört, wissen wir seit Fukushima. Im Schnitt überfliegen trotz Verbots täglich bis zu 100 Flugzeuge das KKI. Dabei könnten bereits 800 Brennelemente längst aus diesem Abklingbecken herausgeholt und in Kastoren gepackt werden. Wer da blockiert und Geldausgaben scheut, weiß man nicht. Aber der schnellstmögliche Schutz der Bevölkerung steht hier wohl nicht an erster Stelle. Der Bund Naturschutz und wir vom Bürgerforum haben jahrelang mit klagenden Anwohnern vor Gericht gegen das Zwischenlager Bella gekämpft. Mit dem wesentlichen Argument, dass es unzureichend gegen Terrorangriff und Sabotage geschützt ist. Doch genau dieses Szenario eines Terrorangriffs ließ die Richter bis hinauf zum Bundesverwaltungsgericht unbeeindruckt und sie sahen keine Notwendigkeit für weitere Sicherheitsmaßnahmen. Inzwischen kamen anscheinend auch die Sicherheitsbedenken bei E.ON auf und es wurde eine Mauer um das Zwischenlager geplant. Mit dem Stresstest und vielleicht auch angeregt durch die Greenpeace-Aktion hat man jetzt die Unsinnigkeit erkannt und wieder verworfen. Stattdessen soll eine integrale Verstärkung des Bauwerks durchgeführt werden.
wie immer die auch aussehen mag. Doch bei allen Auflagen, Flickwerk und Nachrüstungsversuchen ist doch jedem klar, dass all diese Anlagen an allen Ecken und Enden mit jedem Tag älter und damit auch anfälliger und maroder werden. Letzten Samstag eine ganze Seite mit Lobeshymnen auf E.ON in der Landshuter Zeitung. Hören Sie, was der technische Leiter des KKI, Herr Dr. Erwin Fischer, dort bezüglich der Photovoltaik von sich gegeben hat. Er meinte, die hierzulande scheinbar geliebten Photovoltaiksysteme seien gegenüber Atomkraft aufgrund ihres energetischen Nutzens und ihrer Umweltrückwirkung eher eine Fata Morgana der Nachhaltigkeit. Auch die Energieeffizienz sei entlang der ganzen Wertschöpfungskette von der Erzeugung bis zum Verbrauch von Strom zu bewerten. Oh, 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 Herr Dr. Fischer, wie fühlt sich das an im eigenen Fettnapf? Hm? Glauben Sie ernsthaft, dass Ihnen das noch jemand abnimmt? Energetischer Nutzen, Umweltrückwirkung, Nachhaltigkeit und Wertschöpfung. Da reden Sie ja doch gerade von den herausragenden Vorteilen der Erneuerbaren und speziell auch von der Photovoltaik, aber doch nicht von Atomkraft. Schauen wir uns doch mal diese Begriffe in Bezug auf die Atomkraft an. Wo und wie wird denn Uran wertgeschöpft? Überall in der Welt, ob in Afrika, Australien, Amerika und seinerzeit hier auch in Deutschland, überall, wo Uran meist für Hungerlöhne abgebaut wird, machen radioaktive und giftige Stoffe die Arbeiter krank und verursachen Krebs. Wertvolles Trinkwasser, wo es Lebensgrundlage ist, wird vergeudet zum Rauswaschen des Urans aus dem Gestein. Riesige Schlammseen mit giftigen und radioaktiven Substanzen verseuchen ganze Landstriche, vertreiben Menschen aus ihrer Heimat. Bravo! Das nenne ich Umweltrückwirkung und Nachhaltigkeit. Allerdings nachhaltig zerstörend und vernichtend. Dann wird weiter Wert geschöpft, über Jahrzehnte, an Subventionen und staatlichen Förderungen des Atomstroms. Von 1970 bis 2012 insgesamt 187 Milliarden, andere Untersuchungen sprechen von 400 Milliarden. Für die Bevölkerung nie sichtbar gewesen, weil wir es über Steuern, ohne es zu wissen, finanziert haben. Und das ohne die auch noch auf uns zukommenden Entsorgungs- und Endlagerkosten. Im Vergleich dazu, für die einzig sinnvolle erneuerbare Stromerzeugung waren es für den gleichen Zeitraum lediglich 53 Milliarden. Ja, Herr Dr. Rampf meinte ja auch heute in den Zeitungen, dass es wohl sein müsste, ne, dass man auch die Steuern vielleicht wegnehmen musste von der EEG-Umlage. Schauen wir mal, ob das passiert. Aber erstmal weiter mit der Wertschöpfungskette. E.ON verdient sogar noch an den Erneuerbaren. Sie verkaufen den Strom an der Börse zu einem günstigen Preis. Gerade weil die Erneuerbaren den Strompreis an der Börse nach unten drücken. Und dann verkauft den E.ON wieder mit einem niedlichen Aufschlag an die Endverbraucher. Da lacht die E.ON'sche Wertschöpfung, und zwar nachhaltig. Und jetzt ist heute zu lesen, schlagen sie noch einmal drauf, weil wir ihre sonst unrentablen und sündhaft teuren Offshore-Anlagen in Nord- und Ostsee mitfinanzieren sollen. Ja, geht's denn noch? Wir brauchen die Windanlagen hier bei uns vor Ort. Und schließlich, wenn alles wertgeschöpft ist, was geht, kriegen wir den Müll hingeworfen und können zusehen, wie wir ihn entsorgen. Oder er wird kurzerhand, wie bis 1982 geschehen, im Nordatlantik versenkt, in 15 verschiedenen Stellen weit über 100.000 Tonnen Atommüll. Inzwischen sind die Fässer durchgerostet und das Plutonium verbreitet sich im Wasser und in den Fischen. So gesehen, Herr Dr. Fischer, ist die Atomkraft an Wertschöpfung und vor allem an Nachhaltigkeit durch nichts mehr auf der Welt zu überbieten. Ebenso wenig wurde an Nachhaltigkeit an den Netzen gearbeitet. Seit Jahren rotten sie vor sich hin. Wie bei den überfälligen Nachbesserungen bei AKWs wartet man auch hier seit Jahren, bis es kracht und sie, wie schon öfter erlebt, unter der Schneelast zum Beispiel zusammenbrechen. Die großen Trassen von Norden nach Süden brauchen nur die großen Betreiber, weil sie ihren Windstrom aus Nord- und Ostsee zu uns nach Bayern transportieren wollen. Wir wollen unseren Strom aber hier regional selber produzieren. Und für das bisschen, was dann noch von Nord nach Süd oder umgekehrt transportiert werden muss, brauchen wir keine neuen Trassen, sondern nur Netze, die in Schuss gehalten werden. Was wir brauchen, sind intelligente Netze im regionalen Bereich, Smart Grids, wie sie auf Neudeutsch genannt werden. Durch sie lässt sich Stromverbrauch und Stromerzeugung sinnvoll aufeinander abstimmen und Überschüsse und Engpässe höchst effizient verteilen und ausgleichen. Sie sind der Schlüssel zu einer sicheren Stromversorgung durch erneuerbare Energien. Bevor ich zum Abschluss komme, noch kurz was vorweg.
Wie Sie vielleicht schon wissen, gibt es Firmen, die von der EEG-Umlage befreit sind, weil sie exportabhängig sind. Das lasse ich mir noch eingehen, obwohl man darüber streiten könnte. Dann aber gibt es andere, die sich gut und gern an der Umlage beteiligen könnten, wie zum Beispiel Brauereien und Golfplätze. Und es gibt Firmen, die besonders schlau sind und absichtlich viel Strom verbrauchen, damit sie von der EEG-Umlage befreit werden. Und das setzt es bei mir aus. Ist es denn möglich, für eine Energiewende ein Gesetz zu schaffen, das die Wende ad absurdum führt? Es werden Anreize geschaffen, um Strom zu verprassen. Ja, kommen denn diese Politiker alle aus Schilder? Aber nun zum Abschluss, und da habe ich noch ein besseres Zuckerl zur EEG-Umlage. Ich habe sie einmal im Detail aufgeschlüsselt und zeige Ihnen hier das Ergebnis. Für einen Zwei-Personen-Haushalt, Verbrauch im Durchschnitt, habe ich gerechnet 3000 Kilowattstunden pro Jahr. Kommt die gesamte EEG-Umlage nächstes Jahr, 2013, mit 5,28 Cent pro Kilowattstunde, kommen wir auf 163,80 Euro. Herr Rampf hat heute festgestellt, es wären nur 120 oder 130, aber ist egal. Bleiben wir bei 163. 50 Euro könnten wir abziehen, wenn die vorher erwähnten Firmen nicht unsinnigerweise von der Umlage befreit würden. Und dann der nächste Kracher, und den muss man sich wirklich einmal auf der Zunge zergehen lassen. Aufgrund der Solarstrom-Einspeisung sinkt der Strompreis an der Börse 2012 bereits um 5 Milliarden Euro. 2013 voraussichtlich noch mehr. Davon kriegen wir Endverbraucher natürlich nichts mit und auch nichts ab. Wenn man das umrechnet, sind das pro Zwei-Personen-Haushalt in Deutschland 124 Euro, die uns da einfach weggenommen werden. Müssten wir dann nicht noch Mehrwertsteuer für jede Kilowattstunde zu der sowieso schon berechneten Stromsteuer, die wir eh schon zahlen, dann würde die EEG-Umlage für uns minus 36 Euro im Jahr betragen. Das heißt, wir müssten eigentlich 36 Euro im Jahr rauskriegen, anstatt drauf bezahlen. Ja, wir sehen also, dass der starke Ausbau der Solarenergie uns allen nutzen könnte, wenn nicht andere, die in den Medien so lauthals schreien und hetzen, die Gewinne vorher abschöpfen würden. Wir sollten also vielmehr denen dankbar sein, die Solaranlagen auf ihre Dächer bauen und nicht den Neid weiterschüren, der von den Betreibern provoziert wird. Und wir sollten diejenigen aus unserer Stromversorgung herauskatapultieren, die uns ohne Ende abzocken. Wir haben deren System längst durchschaut. Wir werden unser eigenes Ding durchziehen und die Energiewende umsetzen. Wir werden die Stromanbieter wechseln, wer es nicht schon längst getan hat. Wir werden weiter regionale Energiegenossenschaften aufbauen und uns daran beteiligen, um autark zu werden, wie es uns Ortschaften wie Furt und Schönau und andere vormachen. Wir werden glücklich sein, wenn wir unsere Energie vorwiegend hier vor Ort aus Wind und Solar beziehen können, wenn in Zukunft die Primärenergie unbezahlbar wird. Das äußere Erscheinungsbild dieser Anlagen kann doch nicht ernsthaft ein Argument sein gegen diesem ungeheuren Gefahren- und Abzockerpotenzial, das in der Atomkraft steckt. Wir lassen uns nicht für dumm verkaufen. Wir wissen, was uns unsere Zukunft und die unserer Kinder und Enkelkinder wert ist. Und das lassen wir uns nicht kaputt machen. Wir schaffen die Energiewende mit Erneuerbaren, mit Energieeffizienz und mit Energiesparen. Und vor allem ohne Fossile und vor allem ohne Atomkraftwerke.